Eine 44-jährige Chinesin und eine 22-jährige Rumänin sind die Opfer des Gewaltverbrechens, das derzeit das Nürnberger Rotlichtmilieu erschüttert. Ereignet haben sich die Morde im sogenannten anonymen Rotlichtmilieu. Denn von den 600 Prostituierten in Nürnberg arbeiten 180 in Einzimmerappartements sowie hier in der Höfener Straße an der Stadtgrenze zu Fürth. Hier bleiben die Frauen meist nur wenige Wochen. Die Namensschilder an den Türen sind typisch für das Milieu. Die Anonymität dieser Wohnungen, die im ganzen Stadtgebiet verstreut sind, macht es der Polizei schwer, Zeugenaussagen zu bekommen und ein Täterprofil zu erstellen. Aufgrund der Obduktionsergebnisse und den Auffindesituationen an beiden Tatorten ergaben sich für die Ermittler Parallelen, sodass wir von einem Tatzusammenhang ausgehen müssen. Daraufhin wurde die bisherige 20-köpfige Ermittlungskommission Himmel um 10 Beamte aufgestockt und in eine Sonderkommission mit dem gleichen Namen umbenannt. Innerhalb von 2 Wochen ereigneten sich die Morde an den beiden Frauen. Todesursache: Gewalt gegen den Hals. Jetzt wird befürchtet, dass sich ein weiterer Mord ereignen könnte. Darum will die Polizei mit Flugblättern aufklären und vor allem warnen. Diese Flugblätter richten sich ganz konkret an die Prostituierten in Nürnberg. Wenn Sie in eine seltsame Situation kommen, lieber einmal zu oft die 110 zu wählen, als einmal zu wenig. Und deswegen erstellen wir gerade diesen Fahndungshinweis auch in Handzettel, also Flyerform, in 5 verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Englisch, Rumänisch, Bulgarisch. Und hoffen somit auch, alle Frauen zu erreichen. Mit der Flugblattaktion hofft die Polizei auf konkrete Hinweise aus dem Umfeld der Opfer. Bis jetzt gibt es noch keine heiße Spur.